Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Sound muted. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Sound resumed. Into the unknown depths below. Und damit herzlich willkommen zurück. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Mit Commentary from the Freddy. Ahoi. Und ich habe hier drei Files. Zwei sind schon belegt, nämlich das erste und das letzte. Und wir fangen einfach Neues an. New Game. Und nehmen Isaac, weil ich halt nichts freigeschaltet habe. Naja. Ich spiele Payday 2. Ja, genau. Da ich seine Spiele sowieso nie sehen darf. Das ist der Seed, den interessiert eh keiner. Keinen. Das interessiert eh keinen. Oh Gott, lila Fliegen, ich hasse lila Fliegen. Lila Fliegen sind das Beste im ganzen Spiel. Totally, yay. Bis auf das andere Zeug. Bis auf das andere Zeug. Okay, ist hier ein Steinchen, ist hier ein Steinchen. Nein, okay. Oh yes, ich hasse diese Viecher. Ich hasse eigentlich alles in Isaac übrigens. Ich hatte schon eine Aufnahme, aber die war schlecht und deshalb habe ich sie gelöscht. Noch nicht. Bisher steht sie noch, aber wenn er das macht, ist sie wahrscheinlich gelöscht. Nein, sie ist gelöscht. Ja, ich wollte sie gerade noch haben. Nein, ich habe sie direkt nach der Aufnahme... Oder habe ich sie in Fails gepackt? Kann auch sein, dass ich... Ich glaube, ich habe sie in Fails geworfen. Kann sein, keine Ahnung. Oh yes, direkt einen blauen Stein, nice. Und doch, man kann erkennen, dass die blau sind. Genau, Zombie. Nee, das ging eigentlich eher so an meine Freundin. Achso. Ich sag zu meiner Freundin so, hey, mach mir den blauen Stein da kaputt. Welchen blauen Stein? Na, den da. Da ist kein blauer Stein. Doch, der ist blau. Nein, ist er nicht. Yeah, zwei Seelenherzen, die ich erst nach der Ebene einsammeln werde. Freddy, versuchst du eigentlich jetzt immer noch Achievements zu machen? Ja, aber diesmal anderes. Oh, okay, erzähl doch mal. Oh nein! Kennst du die Boomfliege? Ja. Ich hasse sie. Ach, die als Item oder die Gegnerfliege? Nein, die als Item. Oh, die ist Big, richtig schlecht. Big Beautiful Fly. Ja, hab ich gerade gekriegt. Hätte ich nicht aufgesammelt an deiner Stelle. Doch, so schlecht finde ich sie nicht. Die ist richtig zum Kotzen. Ich weiß. Man muss einfach immer nur schön weit weg von ihr sein. Dann ist sie super. Vor allem gegen Endgegner.
Ja, wie man vielleicht merkt, ich kenne das Spiel schon ein bisschen. Kennt er nicht. Eigentlich schon. Ah, warte mal, da war doch noch eine Doppelbombe, ne? Die möchte ich auch ganz gerne noch haben. Ja, komm, dafür setzen wir auch noch mal eine Bombe ein. Stimmt, in diesem Spiel habe ich auch noch nichts an dieser Dings. Da muss ich die ganzen Sachen ja noch sammeln. Oh Mann. Das wird wieder Längsche. Oh nein, Gemini als erster Boss, wie assi. Geht doch voll, Gemini ist leicht. Ich hasse Gemini. Ernsthaft. Ist einer der einfachsten Gegner. Naja, das Nervige ist einfach, wenn man langsam ist. Ist ja richtig nervig. Ja, mit normalem Isaac Speed ist ja locker zu machen. Mit Maggie ist es ein bisschen scheiße. Ja, selbst mit Maggie zu schaffen. Ja, aber mit Maggie ist es trotzdem ein bisschen scheiße. Also. Boah, das Baby kann ich sogar auf Abstand halten. Ja, Maggie hat aber auch gleich 4 Seelenherzen. Ja, das heißt, man kann theoretisch... Sie hat 4 normale Herzen, nicht. Ja, meine ich ja. Das heißt, man kann theoretisch 4 Devil Deals mit ihr machen. Von Anfang an. Ja, gekillt. Und ein halbes Foto. Torn-Foto. Shotspeed und Tears Up. Dies ist nice. Und dann holen wir uns jetzt nochmal die beiden Seelenherzen. Und dann gehen wir in die nächste Ebene. Schon, Alter. Das ist richtig schnell für mich. Aber warte mal, wir können ja noch den Geheimraum suchen. Falls sich jemand fragen sollte, was ich für eine Schiefe mache. Ich versuche gerade Bulldozer zu töten mit meiner Tatana. Mit der großen Sniper auf jeden Fall. Mit der großen Sniper. Ich weiß nicht. Ist der hier komplett behindert an. Bisschen? Manchmal frage ich mich, ob ich mit Retaster spiele. Wieso? Man muss hier jetzt gerade in diesem Teil der Mission, die ich mache, Schlösser knacken. Um einen Raum zu finden. Es gibt Leute, die können schneller Schlösser knacken, weil sie in den Ghost Tree geskillt haben. In meinem lauten Tree habe ich nur halt auf laute Sachen geskillt. Und deshalb habe ich das schnell Schlösser knacken nicht. Deshalb knacke ich das erste Schloss, braucht 20 Sekunden dafür, er bräuchte 10. Und ich bin jetzt etwa bei 13 Sekunden, er kommt trotzdem und macht meins auf, anstatt zum nächsten zu laufen. Was kotzt mich immer richtig an. Okay. Denke ich nicht mit. Ich hatte gerade den Bomberman-Gegner. Der ist nice. Ja, der ist ziemlich einfach. Der war auch schon im alten Isaac ziemlich einfach. Ich würde übrigens nicht zu viel von mir erwarten, weil ich nicht unbedingt gut bin. Er ist verdammt gut, er ist der Beste. Ja, totally, mit Azazel, ja. Oder wie nennst du ihn nochmal? Azazel. Ja genau, Azazel. Ich nenne ihn einfach den Brimstone-Man. Ich finde, Azazel ist ein Noob-Charakter, weil für den braucht man einfach keinen Skill. Man kann fliegen und warten, flying Brimstone. Ja, deshalb bin ich auch gut mit dem. Oh, nope. Oh, yes. Meine Fliege fliegt rein, macht doch gleich einen blauen Stein mit kaputt. Oh, danke, Herz. Ich hasse diese Blutenden, Alter. Alles, was schießt, ist nervig. Auch wenn sie random schießen. Ich hasse Gegner. Alles, was schießt, ist nervig. Alles, was sie auf dich zuläuft, ist nervig. Alles, was dich angreift, ist nervig. Alle Gegner sind scheiße. Punkt. Nein, die kleinen Maden, die nichts machen können, sind super. Die immer so süß rumspringen. Wie bei Blutspendenautomaten sind. Kennst du die? Nein. Broken Mirror? Broken Mirror macht auch seinen Schuss zurückkommen wieder. Ja, will ich. Danke. Nein, doch Broken Mirror. Boomerang Tears, ja. Ah, den kenne ich schon. Den hatte ich schon mal. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zum Bossgegner. Jetzt schon wieder beim Boss? Läuft. Monstro 1. Danke, Handy. Danke. Komm schon, Fliege. Flieg rein. Los. Hopp, hopp. Nee, muss reinfliegen. Nee, reinfliegen. Ja, fast. Muss nur noch mehr reinfliegen. Nee, rein. Nein, nein, rein. Rein. Ja, na. Ja, fuck, geil. Nice. Und Devil Room ist uns fast sicher. Noch ein Seelenherz. Monstrous Tooth has appeared in the basement. Noch ein HP, up. Und der Herzbegleiter. Und 2 Pillen. Was machen diese 3 Sechsen? Mehr Schaden, ne? Ja. The Mark ist das, also diese 3 Sechsen. Ja, genau, The Mark. Cool angeordnet. Ja, ist The Mark. Also ich will auf jeden Fall den Begleiter. Das macht, glaube ich, mehr Schaden. Wahrscheinlich Evil Up oder irgend sowas. Damage Up, ja.
Okay, jetzt habe ich nur noch zwei normale Herzen. iPhone Pilz. Und Range Up, nice. Okay, dann habe ich jetzt einen kleinen Leiter und The Mark. Den kleinen Begleiter liebe ich übrigens, weil der einfach Herzen nimmt und mir Seelenherzen auskackt. Ich hab, hast du? Ja, habe ich gerade gekriegt. Ich habe Lazarus unlocked. Ich habe jetzt 4,5 Seelenherzen. Begleiter. Okay, läuft schon mal besser als das letzte Mal. Da komme ich nicht ran. Ich könnte noch in den Challenge-Raum gehen, wenn ich ihn noch nicht gemacht habe. Denn. Ah, das ist ein Challenge-Raum, in dem ich kein Leben haben darf. Oh Mann! Halt doch's Maul jetzt! Moment. Oh, um 18:45 auf dem TS. Okay. Jörg, es könnte passieren, dass Jörg in der Aufnahme dazu stößt. Okay. Weil ich mit ihm gleich Minecraft zocken wollte. Und er jetzt so sagte, okay, ich komme dann gleich. Weil er jetzt irgendwie Feierabend hatte oder so. So im Goldraum war ich. Am wahrscheinlichsten ist das hier oben der Dingens Room ist, auch wenn gewisse Leute sagen, dass er nicht versperrt werden darf. Okay, schade. So, und der müsste da sein. Ja. Oh ja, Mann. Oh ja, wie nice. Jetzt könntest du aber ein paar Seelenherzen auskacken, ne? Das kleine Baby hat mir gerade erstmal 3 Seelenherzen ausgekackt, weil ich in einem Super Secret Room 10.000 Herzen gefunden habe. Kriegst du nur 3 Stück? Er kackt in dem Seelen, also in dem Raum kackt er ja auch nur die roten Herzen aus. Das ist das Problem. Das heißt, okay. Du musst die alle auf, du musst ihn die alle aufsammeln lassen, dann musst du ganz schnell rausgehen. Okay. Aber schon richtig nice, ey. Ich habe jetzt schon wieder fast 12 Leben. Nein, nicht die Knochenwerfer! Und noch ein Seelenherz. Noch 4 Bulldozer. Wie viele musst du damit töten? 10 Stück, 5 hatte ich schon, einen habe ich gerade gemacht. Ist das schwer, die damit zu killen? Nein, aber es kommen einfach nur so wenig Bulldozer, aber Bulldozer die stärksten Gegner, also das sind so wie in Left 4 Dead, die Tanks. Na okay, sie sind nicht so stark, die Tanks, weil Tanks sind wirklich OP. Ja. Yeah. Wir müssen auch Left 4 Dead mal zocken. Haben wir lange nicht mehr. Haben wir schon mal? Nein. Also bei dir haben wir schon mal gezockt, ja. Der auf Xbox, ne? Ja, genau. Oh, nice. X-Ray Vision. Ja, so ist gut. Solche Items könnt ihr gerne öfter rausschmeißen. Nee. Das ist nicht erlaubt. Doch, X-Ray Vision ist nice. Wenn ich weiß, was X-Ray Vision ist, X-Ray Vision macht, dass ich die Geheimräume und auch Supergeheimräume sehen kann. Da ist zum Beispiel der Supergeheimraum. Und dass du auch durchgehen kannst direkt. Ja, genau. Bei Miner's Helmet war ja so im ersten Eisig, dass du sie nur sehen konntest. Gibt's, glaube ich, einen zweiten auch noch. Oh ja, ein Eternal Heart. Geil, nehme ich gleich mit. Ich habe den Miner's Helmet noch nicht gesehen bisher. Habe ich direkt mitgenommen, das Eternal Heart, ne? Richtig nice. Oh ja, schleck mal. I Can See Forever ist aber auch nice, vor allem als Karte. Und da ist der Geheimraum. Raum. I Can See Forever als Karte? Ich kenn's nur als Pille. Warte, ja stimmt, war als Pille. Entschuldigung, dass ich lebe. Oh, kack mir doch endlich wieder ein Dingens aus. Okay, einfach mal 10 Bomben gefunden hier im Geheimraum. Nice, nice. Danke, ich kann nicht fliegen, Arschloch. Also jetzt so mit Fliegen und dann wäre der Part, dann wäre der Run... Dann wäre der Run fertig, dann hätte ich gewonnen. Insta-Win. Oh, das wäre nice. Ja, 2 Kackhäufchen und ich komme nicht ran. Fick dich doch. Ja, komm 2 hier. Kackhäufchen? Ja, 2 so eine Scheißhaufen. 2 goldene Scheißhaufen. So rum. Komplett goldene? Ja, wieso? Hast du links und rechts und musst du fliegen können oder so? Ja, genau. Das ist richtig scheiße. Die gibt's viel zu oft, Mann. Ich jetzt ein den Raum. Übrigens, du wusstest ja im letzten Part nicht, was Rainbow Poop macht. Ja. Rainbow Poop macht einfach Full Health. Ja? Ja. Nice. Das halte ich einfach einmal komplett.
Das ist schon ziemlich cool. Und wie viel Geld hätte ich dadurch bekommen? 4, 5, 10. Schade. Ich will fliegen können. Okay, ich habe eine Idee. Ich mache erst den Bossraum, dann gehe ich in den Challenge. Nein, nicht in den Challenge Room, in den Stachelraum, da wo man Schaden kriegt. Und dann. Bist du da drin? Ich hoffe, dass da ein Item drin ist, was Fliegen bringt. Also erstmal gehe ich. Warte, welcher Ebene sind wir? Caves 1, okay. Oh nein, Gerdy. Ich hasse Gerdy übrigens. Gerdy kann nur Gegner spawnen und spucken und man kann ihm eigentlich immer gut ausweichen. Nervig ist es nur, wenn er Gegner spawnt und richtig langsam ist. Noch drei Bulldozer übrigens. Oh, nice. Und Gerdy ist gleich tot. Übrigens, jeder Gegner, der irgendwas mit Gerdy zu tun hat, ist richtig nervig. Ja, wirklich jeder Gegner. Ich kenne zwar noch nicht alle, aber... Ich kenne alle leider. Vielleicht kenne ich auch schon alle durch den einen Raum, aber ich weiß es halt nicht mehr. Ich glaub, der kam noch nicht drin vor. Danke für den Seelenherz, die Magic 8. Magic 8 Ball. Guppies. Du sollst doch kein Shotspeed-Up aufsammeln, hat Zombie gesagt. Das soll man nur nicht aufsammeln, wenn man das Kohlenstück hat. Das Ghost Baby für ein Herz und Guppies Paw für ein Herz. Guppies Paw brauche ich auf keinen Fall. Warum? Kriegst du Seelenherzen? Ja, aber ich brauche keine Seelenherzen, weil mein Begleiter hat Seelenherzen droppt. Und außerdem verliert man für Guppies Paw erstmal ein Herz, dann hätte ich schon nur noch zwei. Und dann könnte ich mir nur noch sechs Seelen. Ja. Hol ich mir das Ghost Baby? Ich hole mir wieder Ghost Baby. You unlocked Azael. Yay, der nächste Run kann super werden. Er wird jetzt auch jeden Tag 20 Runs hochladen. Oh, Two of Diamonds. Nice, 42 Coins. Dafür gehe ich jetzt erstmal in den Shop. Hättest du noch ein bisschen mehr Geld bekommen, hättest du Kane auch noch bekommen. Für den Boss 55. 50. 55? 55, denke ich. Also ich glaube es war 45 oder 55, aber ich denke 55 war es. Luck up, den Pin, Push-Pin, geil, Piercing-Shots, Alter. Was ist das bitte für ein Run? Der ist richtig gut. Schon richtig nice. Das ist immer so, wenn du aufnimmst, hast du immer bessere Runs, als wenn du allein spielst. Ist immer so. Eine Donation-Machine. Soll ich jetzt einfach donaten? Hä? Soll ich jetzt einfach donaten? Warum? Weiß nicht, weil ich 42 Cash habe. Dann donate ich jetzt einfach. Man kriegt ab 50 Cash, den man in die Donation Machine eingezahlt hat, ein Item. Oh, bei 10 kriegt auch. Man kriegt's nicht. Achso, die Donation. Ich dachte, du meinst die Blood Donation Machine. Ich sag, ich hab Geld. Soll ich in die Maschine Geld stecken? In die Blood Donation Machine einfach Geld reinstecken. Das ist mir auch gerade gefragt. So, zwei. Oh, Pillen und Troll Bombs. Danke, Troll Bombs. Eine Amnesie-Pille, danke. Und eine Pretty Fly, super. Amnesie schon wieder richtig schlimm, ein Herz dafür aufgegeben. Scheiße. Aber Pretty Fly ist schon mal schön. Ist schon mal nice. Gut, dann gehen wir jetzt weiter. Scheiße, ich habe nicht auf die Steine geachtet, ob hier irgendwo ein Stein mit einem Kreuzchen ist. Bei Bulldozer? Oh, ich bin richtig gut. Wie er das gerade gesehen hat, ey. Hoho. Ja, jetzt kriege ich eh nochmal ein rotes Herz dazu. Das heißt, eins von meinen Seelenherzen ist gleich weg. Ich muss das Mikrofon mal wieder... Weißt du, was scheiße ist? Was denn? Wenn du so ein Item hast, was dir die ganze Karte zeigt und du dann nach einer Amnesie-Pille aussammelst, dann weißt du nicht, wo die scheiß Geheimräume sind. Das ist mies. Okay, erstmal Last killen. Okay, Last ist tot. Rote Spritze macht Poison Touch. Nice. Oh Gott, sehe ich schon wieder abgefuckt aus. Danke für Geheimräume, X-Ray Vision. Das ist der Standard-Geheimraum. Oh ja, goldene Kaki. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nice, mit 7 Cash drin. Okay, ich brauche jetzt gar nicht mehr so viel Cash, dann habe ich ihn wieder. Also dann habe ich Kane. Ich liebe nur das Pursing Shots. Da ist mein Lieblingscharakter, ich weiß nicht wieso. Naja, er hat Luck ab, ne? Er hat den Lucky Foot von Anfang an, oder? Ja, und der war einfach chillig. Nice, komm, hol dir das Herz. Danke, dass du mir ein Seelenherz auskackst, was ich gerade nicht benutzen kann, und gleich erstmal den Goldraum.
Die Fliege mit dem Herz drüber ist, dass man Fliegenfreund ist, ne? Ja. Das ist ein Scheiß auf dem Kopf, ne? Na, weiß ich nicht, ich hab einen Turban um. Oh nein. Okay, die Gegner sind einfach billig. Nee, das ist They Grow Inside. Ich glaube, das macht das aus den Gegnern. Ach so, mit so einem blauen Herz, oder? Ja. Ja, doch, das ist das. Eine Lackabpille, yay. Yeah. Nice, nice, nice. 41 Cash. Das war knapp, dass mich die Bombe nicht getroffen hat. Dingel gekillt. Nein, nicht Dingel, hier so einen normalen Kackhaufen. Oh nein, eine Trollbomb. Ich hasse Trollbombs. Und ich habe keine Ahnung, wie lange ich aufnehme. Ich habe auch den ganzen Part aufgenommen. Ja, da der Part eh erst frühestens in 2 Wochen hochkommt, schon. Ein Dowser. Okay, okay. Der Super Secret Room, nochmal mit Eternal Heart. Danke, dass du mir alle meine Seelenherzen kaputt machst. Danke! Spiel! Alter, was zum Fick? Komm sofort hinterher, nachdem du die aufgesammelt hast. Nein, hierher. Nein, hierher? Ja, brav. Nochmal 2 Seelenherzen ausgekackt. Also, falls ich auf dieser Ebene noch getroffen werde, ich habe hier genug Seelenherzen rumliegen, um mich für immer zu heilen. Und kriegst du noch eins. Ich habe noch 4 Stück hier liegen, glaube ich. Caves 2, da kommt nicht Marm, ne? Nein, Caves Tiefen, kommt nicht Tiefen, Marm. Tiefen 2 kommt Marm, ja, ja. Ich muss mir das irgendwie mal merken. Ich krieg 100%ig wieder ein Devil Deal Room, nice. Oh ja, schwarze Herzen, danke. Die kann ich nicht aufsammeln. Little Chub has appeared in the basement. Wieso habe ich keinen Devil Deal Room gekriegt? Ich habe keinen Schaden gekriegt die ganze Ebene über. Okay, scheißen wir mal drauf. Was gab's in dieser Ebene noch? Da gab's hier einen Stachelraum? Ja, hier gibt's einen Stachelraum. Gut, den benutze ich auf jeden Fall. Nein! Fuck. Was? Ich hab so ein schwarzes Herz als erstes jetzt noch aufgesammelt. Fuck it. Das ist jetzt ärgerlich. Egal, scheiß drauf. Aua. Da war es schon weg, danke. War ich im Arcade-Raum? Nein, in den Arcade-Raum gehe ich noch rein. Da gibt's hoffentlich eine Blood Donation Machine. Weil dann könnte ich noch in den Kampfraum gehen. Arcade. Ja, eine Blood Donation Machine, nice. Freddy, hast du gerade? Nimmt eine Blood Donation Machine mir mein Eternal Heart ab? Weiß ich nicht, glaube. Fuck! Schwierige Entscheidung. Mach ich das nicht? Willst du ein extra Herz haben? Ja. Sicher? Natürlich, ja. Willst du nicht lieber Seelenherzen haben? Aber Devil Deals. Nein, ich will Devil Deals haben, auf jeden Fall. Dann gucken wir nochmal in den Shop mit 44 Münzen. BFF ist das Fliegen-Item. Das habe ich mir jetzt einmal geholt. Das Seelenherz brauche ich nicht. Ich habe hier noch 6000 auf der Ebene liegen. Und ich kriege in dem nächsten... Sobald ich jetzt einmal runtergehe, kriege ich eh nochmal ein Herz dazu. Nice, nice. Ich bin so ein grüner, richtig pickliger, alter Typ schon, Alter. Und? Depth 1? Genau. Wir nehmen jetzt schon 19 Minuten auf. Erst? Wow. Doch gut. Wow, ich habe keinen Schlüssel. Fuck. Fuck, ich brauche Schlüssel, Mann. Ah, danke. Wir können ja jetzt gar nicht weiter als bis zum Marm spielen. Ach, kacke. Marms Hart, meinst du? Nee, ist ja erste Runde. Du hast gesagt, du hast jetzt nee, Moment, das war's. Nee, hä? Das war eine andere Aufnahme. Nein, das war keine Aufnahme. Das war einfach safe, auf den hast du auch verloren. Nee, den hab ich ja nicht verloren, der ist ja noch da, aber... Ja, aber der... Oh mein Gott, Alter, was seid ihr für unfähige Menschen eigentlich? The Poop, danke.
The Poop ist das unnötigste Item überhaupt. Nein, das ist voll gut, damit kriegst du ganz viel Geld und Herzen und alles mögliche mit Glück. Du hast keine Ahnung, was The Poop ist, oder? Doch, The Poop ist, dass du kacken kannst. Und da kriegst du, wenn du die Scheiße zerstörst, kriegst du vielleicht auch noch Geld daraus oder was Wichtiges. Oh, wir sind in The Unknown. Curse of the Unknown, scheiße. Nee, warte, Curse of the Unknown ist, dass man nicht weiß, wie viel Leben man hat, ne? Ja. Dann sind wir in Curse of the Blindness. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Vagina-Köpfe. Ausbekommen. Was? Das Achievement. Ah, okay. Nice. Danke. Ich hasse diese Gegner, die auf einen rumspringen. Allesamt. Ich hab keine Munition mehr. Das ist jetzt doof. Zack. Okay, erstmal in den Geheimraum gehen. Ich hab Lack abgekriegt, ne? Also erstmal Pilze öffnen. Oh, nochmal Lack ab. Und Explosive Diarrhea. Danke. Richtig schön Schaden gekriegt nochmal. Amnesia und Range Up. Oh, Lemon Party. Nice. Was macht die zerbrochene Uhr? Keine Ahnung. Schade. Gut, dass ich Piercing Shots hab. Aua. Gut, dass die nicht funktionieren. Danke, schon wieder 3 Herzen verloren. Toll gemacht. Fischi, toll gemacht. Cash, cash, cash. Und noch ein Eternal Heart. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, Birsler. Wieso krieg ich jetzt jeden Room scheiß Eternal Heart, Alter? Danke für das Seelenherz. Entschuldigung. A pretty fly. Ui. Wie weit bist du jetzt eigentlich? Also was, du hast es jetzt geschafft, oder was, die Bulldozer? Ja, jetzt mache ich gerade die Mission, also gerade noch eine Mission. Oh, okay, okay. Weil die machen schon jetzt Zeit und die Bulldozer habe ich halt in dieser Mission getötet. Ja. Du bist online oder was? Mit irgendwelchen Spinnern. Mit irgendwelchen. Die richtig schlecht sind. Spinnern? Weißt du, das ist die einzige. Weißt du, eine Sekunde sollen die mich mal beschützen, weil sonst beschütze ich die dauerhaft. Und dann schaffen die es einfach nicht. Da waren 1000 Leute runter und keiner von denen erschießt die mal. Richtig schön. Ich fühle mich hier wie so ein Babysitter. Golden Poop, also ich würde mal sagen, Kane ist mir sicher. Sicher? Ich krieg's ja nur ein Gold raus, wäre super. Hab 50, genau. Ja, tschüss. Ja, ab 51. Ach, scheiße. Miau. Ja, die Challenge-Räume brauche ich gar nicht machen. Dafür habe ich nicht. Nein, den Challenge-Raum brauche ich gar nicht machen, weil dafür habe ich nicht genug Schlüssel. Doof jetzt. Und dann gehen wir. Challenge-Raum hast du nicht, weil du dafür nicht genug Schlüssel hast? Hä? 2 Goldkisten drin. Ja. Oh no, the gate. Ich hasse es. Dieses scheiß Hühnchen, Alter. Piss dich, du scheiß Hühnchen. Jetzt rollst du auch noch rum. Ich hasse diesen Wichser, ne? Es gibt für den bestimmt auch irgendeinen Trick. Tricky Trickster. Ja, genau. Und der spawnt noch diese Mistviecher. Okay, seit wann habe ich Vergiftung mit drin? Oh, ich bin fast tot, Alter. Hä, wieso krieg ich keine Teufelsräume mehr, Mann? Was ist das denn bitte? Wieso habe ich eine Karte, wenn ich Select drücke? Obwohl ich in Depth of the Unknown bin? Nein, in Depth of the Blindness?
ready? Weiß ich nicht. Das ist nicht normal, oder? No, no. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Gefiel mir sehr gut. 52 Münzen. Und Larry June. Nee, gar nicht wahr. Hier, wie heißt denn der Spinner, der so quer und längs durch den Raum geht? Keine Ahnung. Ich hab's den Namen vergessen. Ich weiß es auch gerade nicht. Ich habe einfach, obwohl ich zwei Devil Deals gemacht habe, jetzt schon wieder 5 Herzen. Das wollte ich nicht. Ja, danke. Nee, Amnesia will ich eigentlich nicht nehmen. Gut, dann gehen wir jetzt runter in die nächste Ebene. Hast du mit Lag der Server auch nur ein bisschen? Was für ein Server bist du? Von irgendeinem Spaß, der den hostet. Okay. Oh ja, Gold Poop. Ich hab auf jeden Fall Kane. Ja, Yonder Kane. Nice. Ich glaube, ich habe die Karte einfach nur ausgestellt. Wie kriegt man die wieder an? Ah so, ja. Okay. Ich habe keinen Tab. Nein, ich zocke mit dem Controller, weißt du noch? Ja, und? Dann kann ich Tab nicht drücken, dann müsste ich den Controller ausmachen. Dann frag auch nicht so dumm. Nee, Doppeltab ist es. Doppel-Select einfach drücken. Hui. Richtig scheiße wäre es jetzt noch in dem Run den Dollar zu finden, Alter. Den was? Den Dollar. Wieso? Weil meine Donation-Maschine schon festhängt. Dann kann ich mit dem Dollar nicht mal was anfangen. Man muss ja richtig viel Geld in die scheiß Donation-Maschine stecken, um was rauszukriegen, um was Gutes rauszukriegen. In der Donation-Maschine kriegst du ja kein Geld, kriegst du gar nichts raus. Ja, aber du schaltest halt was frei. Ja, genau, du schaltest halt Items frei. Schade, da komme ich nicht ran. Zack. Da war Golden Poopdi drin. Poopdi-Moopdi. Auch nicht diese Wichser. Ich hasse diese Gegner übrigens. Immer noch. Was ist das für ein Item? Weiß ich nicht. Prayer Card. Was macht Prayer Card? Prayer Card, das gibt dir ein halbes Internal Heart. Nice. Gleich eingesetzt. Oh, Dingel. Hallo Dingel. Tschüss Dingel. Ich hätte einfach warten können, bis meine scheiß Fliege reinfliegt. Ich habe jetzt einfach die Kacke auf dem zerstört und hatte Glück, dass meine Fliege reingeflogen ist. Also mein Team ist irgendwie richtig schlecht. Was? Mein Team ist richtig schlecht, wir haben gar keine Munition mehr. Oh nein. Das ist ein ganz großer Sniper gegen die normalen Gegner hier. Brimstone-Spinnen. Die sind super, ne? Ich hasse Brimstone-Spinnen. Mein Lieblingsspinnen, weil ich immer absichtlich nie reinrenne. Nenn ich mit Absicht, aber ich bin einfach so. Ja, kenne ich aber. Schlüssel für einen Automaten? Nein, danke. Nicht für den Automaten zumindest. Oh, Trollbop. Tschüss. Okay, den Boss will ich noch nicht machen. Ich könnte mir noch einen Eternal Heart holen. Dann habe ich ja gleich ein ganzes. Das ist ja die Scheiße, dass man keine zwei Eternal Hearts haben kann. Ich habe gerade meine eigene Fliege versucht anzugreifen. Na komm, da ist jetzt auch noch ein Eternal Heart drin. Ne, ein Pillenraum, cool. Range up. Noch ein Range up. I found Pills. Und noch zweimal Luck up, Alter. Wie viel Luck ich jetzt einfach haben muss. Man kann irgendwo gucken, wie viel Luck man hat, oder? Keine Ahnung, ich glaube Luck ist ein passiver Skill sozusagen. Was macht die Nonnenhaube nochmal? Wenn du Schaden bekommst, wird ein Item aufgeladen. Das ist nice. Noch einen Raum.
Tag. Mach jetzt mal den Bossgegner. Also den Bossraum. Und. Nee, warte, das ist Mom, ne? Depths 2, ja. Scheiße. Aus dem Mom-Raum kommt man nämlich nicht wieder raus und deshalb will ich da noch nicht rein. Und. Scheiß Fliege, verpiss dich. Ich werde hier gerade auch im Real Life von Fliegen angegriffen. Gut. Yes, totally. Tour of Clubs erhöht Bomben. Bomben mal 2. YOLO, 30 Bomben. Ein Bombenberger wäre toll, aber sowas gibt's ja nicht. Ich brauche jetzt jedenfalls keine Bomben mehr, das sollte sicher sein. Der Stachelraum, der bringt einem sowieso nichts. Dann gehe ich nochmal in den anderen Stachelraum rein. Verliere ich halt nochmal ein Leben. Ah, wobei gegen Mom, das ist natürlich auch scheiße. Scheiß drauf. Toll, die tote Katze. Fick dich, die sammle ich ganz bestimmt auf. Vor allem gegen Mom jetzt. Mach halt. Wo ich jetzt schon irgendwie... Moment. 6 normale und 6 Seelenherzen habe. Oder 6 normale und 5,5 Seelenherzen. Die Katze macht echt nur Sinn, wenn man nur Seelenherzen hat. Ansonsten ist sie so sinnlos. So ist es geschafft. Und mal, Moment, jetzt muss ich mich mal kurz umsetzen, damit ich besser der Ding Nordkämpfer sehen kann. Ach, der hat so viel Kills. Ohne Brimstone Mom zu killen, wird für mich ziemlich schwierig. Weil ich einfach warum schlecht geht bin. Doch? Weil ich einfach schlecht bin, Mensch. Ja, du der hast doch Piercing Shots, ne? Ach, du hast Push bin, ne? Ja, ich hab Piercing Shots, aber die bringen ja auch nichts. Was sollen die mir denn gegen Mom bringen, die Piercing Shots? Ja, wenn Mom Gegner spawnt, dann kannst du trotzdem noch durch die Gegner durchschießen und das Körperteil treffen, was den Gegner gespawnt hat. Ja. Sie ist gleich tot und ich habe erst 1,5 Herzen verloren. Also für mich läuft der Part, der Run echt gut. Richtig. Leider nur können wir gleich nicht weiter. Und dann ist der Part damit zu Ende, leider. Okay, ich renne erstmal in die Gegner rein. Weiter. Was? Mit Glück kannst du vielleicht weiter. Nein, der Run ist automatisch beendet, nachdem Mom gekillt ist. Dann kommt automatisch Outro. Isaac was cornered. Genau jetzt. His mother, fueled with the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Ja, wir haben Mom besiegt. Danke. Good job, Officer. Die Credits werde ich abbrechen, weil die mich die nerven. You unlocked the Womb. You unlocked Challenge 20. You unlocked die Pferde. You unlocked Cube of Meat und Ball of Bandages. The Pferde. You unlocked the Pferde. Ja, the Horses. Ich wusste nicht genau, wie die heißen, Mann. Wie heißen die denn? The Harbingers. Ja, genau, the Harbingers. Harbingers. Okay. Genau, sag dich doch. The Harbingers. Ja, und dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Ich nehme jetzt gleich noch einen auf. Und oder vier. Man vier, sieht sich hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Parts. Okay, alle. Wir nehmen jetzt alle auf. Und ich hoffe, man sieht sich auch beim nächsten Mal wieder. Und haut rein. Tschüss.